Auch Europa hat schon mit dem Gedanken gespielt, Strom aus der Wüste. Hier scheint die Sonne quasi immer, außer nachts. Israel hat diese Idee in der Negev-Wüste jetzt umgesetzt und sie ist gigantisch. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat es als das Auge Saurons bezeichnet. Ist es wirklich so mächtig? Klick zum Nature. Hier gibt es täglich spannende Videos rund um Natur und Umwelt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Das ist wirklich ein imposanter Anblick. Der Aschalin-Turm in der Negev-Wüste. Er ist 240 Meter hoch, fast 100 Meter höher als der Kölner Dom. Ein absoluter Gigant auf einer Fläche von 430 Fußballfeldern. What? 430 Fußballfeldern stehen 55.000 Spiegel, die das Licht auf den Turm konzentrieren. Dort entsteht am Brennpunkt bei 600 Grad Hitze Wasserdampf, der eine Turbine unten am Fuß des Turms antreibt. Das gute alte Kraftwerksprinzip, bei dem Wasser zum Kochen gebracht wird und mit dem Wasserdampf eine Turbine angetrieben wird. Hier erzeugt sie unglaubliche 121 Megawatt elektrische Energie, die 120.000 Haushalte mit Energie versorgt. Allerdings ist Israel damit noch ganz am Anfang. Erst 2020 sollen überhaupt 10% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt werden. Das ist spät und wenig. Noch schrecken die Israelis vor größeren Anstrengungen zurück. Öl- und Kohlestrom ist rund ein Drittel so teuer wie der Strom aus dem neuen Solarkraftwerk. Es war auch der Staat Israel nötig, um den Bau überhaupt zu ermöglichen. Er garantiert die Abnahme des Stroms zu kostendeckenden Preisen für 25 Jahre. Nur deswegen haben General Electric, Alstom und ein israelischer Investmentfonds investiert, und zwar eine halbe Milliarde Euro. Und ein technisches Problem konnte auch gelöst werden: das Anfahren des Kraftwerks morgens, das mit der langsam aufgehenden Sonne extrem schwierig war. Jetzt wird am Abend ein Teil der Wärme in Wärmespeichern gespeichert und dann morgens der Boiler oben im Turm damit aufgeheizt, sodass er deutlich schneller Energie liefern kann. Denn das wird auch die Aufgabe dieses Solarkraftwerks sein. Das nächste Kraftwerk soll deutlich billiger und effizienter gebaut werden können und dann auch auf dem kommerziellen Markt konkurrenzfähig zu Gas, Öl und Kohlestrom werden. Also dieses Kraftwerk jetzt soll das alles erforschen und ermöglichen. Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, sind solche Entwicklungen auf jeden Fall entscheidend. Es muss nur schneller gehandelt werden. Ansonsten wird es sehr unangenehm warm auf der Erde und die Folgen werden dann extrem schwer zu handeln sein. Weltklimarat, Lebensmittel werden knapp. Das ist nämlich eine der Konsequenzen. Anklicken, anschauen und bitte abonniert Klick zum Nature. Es ist wichtig, dass sich all das rumspricht und die Videos von möglichst vielen Menschen gesehen werden. Mit euren Abos helft ihr dabei. Aber die Glocke nicht vergessen. Bis dann. Bleibt dran.